Und damit begrüße ich euch herzlich zu einem neuen Let's Play Projekt. Ich bin es, euer MC Muffix, und das ist Let's Play Judgment. Ja, wir spielen wieder einen neuen Titel aus dem Hause Yakuza Studios oder Ryuga Kotoko Studios, die natürlich bekannt sind für, wer hätte es gedacht, das Yakuza Franchise. Dieses Franchise, wo ich mich ja letztes Jahr durch Yakuza 1 und Yakuza Kiwami 1 und Yakuza Kiwami 2 ziemlich verliebt habe. Ich habe, wie gesagt, erst letztes Jahr diese Spieleserie für mich entdeckt und hatte ja sehr viel Spaß. Die Let's Plays, die ihr hier sicher auf meinem Kanal findet, beweisen das. Und nun kam hier ein neues Spiel. Die Yakuza Studios haben leider ja ziemlich wenig außer Yakuza gemacht. Binary Domain, ein Spiel, was ich persönlich sehr mag, haben sie ebenfalls noch gemacht. Und Judgment ist nun ein Spiel, was ein wenig an Yakuza erinnert. Auch mit einer Open World und mit einem Kampfsystem wie in Yakuza. Aber dazu eben, wie eben nicht einen Gangster, in Anführungsstrichen. Ryu ist kein richtiger Gangster. Kazuma, Verzeihung, jetzt war ich in Shibu. Kazuma ist natürlich kein richtiger Gangster, aber wie auch immer. Wir spielen nun auf der Seite des Gesetzes und wir haben neben eben unserem klassischen Open World Yakuza Kampfsystem, haben wir auch ein Detektivspiel und unser lieber netter Herr müsste nämlich Fälle lösen und das ist eine ziemlich interessante Sache, hat mir im ersten Moment ein bisschen an Sleeping Dogs erinnert, was ja auch ein sehr, sehr cooles Spiel ist und ich denke mal, zusammen werden wir nur rausfinden, was dieses Spiel taugt. Allein dieser Bildschirm, der ist so cool, mit diesen Farben und so, sieht schon spektakulär aus. Also Leute, ohne noch viel zu schwafeln, denke ich, starten wir nun mit Let's Play Judgment auf normal, machen das Spiel ein bisschen heller, weil wir wollen immer auf der guten Seite der Waage stehen und Autospeicher machen wir auch. Und dann Leute, denke ich, können wir starten mit Let's Play Judgment. Direktor der Anwaltskanzlei Rizo Genda. Anwalt der Anwaltskanzlei Takumi Yagami. Anwältin der Anwaltskanzlei Genda, Saori Shirozaki. Anwalt der Anwaltskanzlei Genda, Mashimiji Shintani. Maitchaimasu yo. Ano saiban wa maure mo atta tte no ni. Attarimae daro. Hankets no 99% ga yuzai tten da. Ma, dakara maure daro ga muzai tte yatsu wa deke. Totta bengoshi wa hiro yo. もとがごろつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、 うちの新谷が相手ます。ええ、矢上より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かに。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか？まあ、その点新谷なら。ええ。無罪。でも、そんな。
無罪は取ったことないですね。滅多にないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああ、どうしても親神を。なんだよ、やってられた。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした？矢上先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん、は？大久保新平って矢上が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保くんがエミちゃん。そんな、なんでだよ。弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？ Mittler des Detektivbüros Yagami, Masaru Kaito。 あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白えもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい。はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、つい。ついってお前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。
それ。マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。ハチオ、ハチオってか。この野郎、上等じゃねえか。Und mein Lieblingsding in Kabaruto. An jeder Ecke sind irgendwelche Yakuza, die einen anfallen wollen. Ach, es ist so schön, wieder hier zu sein. So, Straßenschläge. Also Leute, dann, wie darf ich kämpfen? Bam, 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 bam. Why? Leute, Mann. So, Angriff abwehren, okay. Beginnen. Ja, es ist, wie gesagt, im Endeffekt das System hier... Sieg, aber ich, oh, Alter, Mann. Von Yakuza 6 im Endeffekt. Kann einer von euch mich hauen? Oh, okay, wir müssen natürlich in die richtige Richtung blocken. So, Beam! Und ja, es sieht hier ultra cool aus. Hier können wir die Gegner anvisieren. So, klar, ist praktisch dann, wenn wir hier speziell einen anvisieren wollen. Wenn wir hier einen größeren Koloss hier haben. Bam, aber brauchen wir das überhaupt, Mann? Schau dich an, unsere überpowerten Angriffe. So, greifen können wir die Gegner. Das ist auch im Endeffekt aus Yakuza. Also ist im Endeffekt das komplett identische. Dann können wir sie schmeißen. Übrigens, er schmeißt sie cool. Dann schlagen und wir können ihn cool weghaben. Exaktion ist im Endeffekt ein bisschen wie in Yakuza. Kiwami 1. So, greife den Gegner an, um eine Eckleiste oben auf dem Bildschirm zu füllen. Sobald mindestens ein Segment gefüllt ist, kannst du Exaktion einsetzen. Wird auf dem Bildschirm Dreieck Exaktion angezeigt, zum Beispiel wenn du einen Gegner umgestoßen oder gepackt hast in der Nähe von Wänden. Und wenn du eine Waffe hältst, drücke Dreieck, um eine Exaktion aus dem Arsenal auszuführen. Also Leute, wir haben ihn gepackt und jetzt Leute, schmeißen! Alter, Leute! Ich weiß genau wieder, wieso ich Yakuza und jetzt Judgment hier liebe. Bam! Komm. Warte, ich will Exaktion machen. Ich liebe es! Ich kann mal nur schon mich zu prügeln. Warte, ich bin pinksig unterwegs. Ich sollte mich auf der Karte orientieren. Ja, Leute, Kamurocho. Hier in der Mitte, der Millennium Tower dort hinten, die Kamurocho Hills, wo irgendwann Goro seine gigantischen Towers hier hinbaut. Ach, Leute, das ist mein Kamurocho. Hier unten, hier ist das. Ah, wie heißt das nochmal? Ich hab vergessen. Stardust? Stardust. Na, Stardust war hier. Und da ist der andere Club, der, Serena? Ich weiß es leider nicht mehr. Na egal. Okay. Jetzt Zeit, dahin zu gehen. So, sprinten. Wir können sprinten. Das ist doch cool. Und dann laufen wir. Also, Leute, wir sind hier wieder in Kamurocho. Das ist das Coole hier an der Sache. Das ist eben auch die, das schöne Viertel aus Yakuza Kiwami ist. Ja, まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。Und es ist schon immer krass zu sehen, man, wie grafisch sich Kamurocho immer entwickelt, man. Ich habe ja eine Yakuza Kiwami 1 und 2 gespielt und nicht 6, aber Leute, das sieht hier schon Bombe aus. Nun gut, schauen wir mal, ob wir ihn hier finden. Wie sah der Detektiv gleich noch aus? Ich sollte mir eine Skizze anschauen. Baskenmütze, einzigartiger Hut. Genau, die Jacke sieht auch interessant aus. Er ist ein auffälliges Muster, Muttermal im Gesicht.
Okay. Ein Gesicht, das ein Neuling in der Stadt Unbehagen bereiten könnte. Okay, sehen wir uns an, ob hier jemand ist. So, bis Schattensuchmodus. Jetzt wird es nämlich interessant, denn jetzt kommt der Unterschied zum klassischen Yakuza. In diesem Modus musst du dein Ziel anhand der Details finden, die du bereits über die Person kennst. Der Beschattensuchmodus findet in der Ego-Perspektive statt. Sieh die Details deines Ziels auf der rechten Seite an und such nach den Personen, auf denen die Eigenschaften passen. Falls dir ein Verdächtiger auffällt, bewege den Cursor über die Person und drücke R2. So kannst du Fokus auf die Person legen und sie näher beobachten. Liegt der Fokus auf einer Person, wird das Untersuchen-Symbol angezeigt. Drücke auf X, während das Symbol angezeigt wird, um zu prüfen, ob die Beschreibung auf die Person passt. Stimmt die Beschreibung mit der Person an, wird es Zeit, den Beschattenmodus, in den Beschattenmodus überzugehen. Also. Leute, da hinten ist der mit der Maskenmütze. Aber das Muttermal. Ja, da ist es. Also, das ist unser Freund. So, Beschatten, allgemeine Regeln. Über Beschatten. Wenn dein Ziel auf dich aufmerksam wird, weil du Aufsehen erregt hast, füllt sich die Vorsichtsleiste am oberen Rand des Bildschirms. Füllt sich die Vorsichtsleiste komplett, schlägt die Mission fehl. Falls du deine Deckung kurz davor ist aufzufliegen, versteck dich hinter einem Gebäude oder bring mal Abstand zwischen dich und deinem Ziel. Die Vorsichtsleiste sinkt, sobald du erfolgreich von dir abgelenkt hast. Verlierst du dein Ziel aus den Augen, gilt die Mission ebenfalls als fehlgeschlagen. Sobald du mit dem Ziel die Augen verlierst, erscheint der Countdown. Ja, okay, das ist das klassische Ding. Ich mag so, da bin ich eigentlich kein allzu großer Fan. Also, ob die Person sich beobachtet fühlt. Okay, ja genau. Steigt's natürlich. Wenn die Person dabei sieht, schneidet die Vorlasse nach oben. Wenn er dich nicht schnell versteckt, schlägt die Mission fehl. Okay, und jetzt in Deckung gehen. Ist natürlich noch viel unauffälliger, wenn einfach jemand so in Deckung geht. Du kannst dich in Deckung nicht bewegen. Passe also den richtigen Augenblick ab, um mit Kreis wieder aufzunehmen, damit die Person dein Ziel nicht aus den Augen verliert. Okay. So, jetzt geht er wieder weiter. Und er geht automatisch hier aus der raus. Okay, wir haben es so langsam verstanden. Eine coole Sache. Feste Kamera. Sprinten braucht man nicht. Sondern für den Fall, dass er sich umdreht. Heckmeister. Was ist der Born? So. Nun gut, Leute. Ein interessanter Mechanismus hier. Normalerweise, also ich denke da immer an diese, wer in Famous gespielt hat, da gab es immer auch solche Verfolgungsmissionen. Die waren immer echt madig, weil es war halt einfach immer, hüpfe irgendwie über die Gegner drum und hofft, dass sie dich nicht sehen. Während es hier echt ein interessanter Mechanismus ist hier mit Deckung suchen und so. Das sieht eigentlich ganz cool bis jetzt aus. Und da ich Kamadujo eh wie meine Westentasche kenne, ist das für mich eh kein Problem. そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。Okay, hat Mietschulden。Naja, ein, zwei Worte zu dem, was wir hier im Prolog gesehen haben. So wie ich das jetzt verstanden habe, waren wir eben ein erfolgreicher Anwalt bis zu dem Tag, wo wir einen Serienmörder hier befreit haben, der gleichzeitig mit unserer Schwester, was auch immer, also zumindest mit jemandem, den wir kannten, zusammen war. Alle sind natürlich voll und aufmerksam. Und ja, wir haben diesen eben freigesprochen und das hat nun dazu geführt, dass, wie gesagt, Schwester, Freundin, die werte Dame zumindest, von der wir noch nicht wissen, wer sie ist, gestorben ist. Das ist übrigens sehr cool. Das erinnert mich jetzt echt an das Creedman so. Also jetzt nicht mit dem Smartphone, aber dass wir eben hier in so einer Menschenmenge verstecken, das ist cool.
Und ja, nun haben wir uns entschlossen hier. Oh, da ist doch. Ich habe meinen Namen vergessen. Das ist zumindest dieser Bade, dieser illegale Badeort da, wo Goro mal mit einem Truck reingefahren ist und alles zerstört hat. Weil es fucking nochmal Goro ist. Leute, wir müssen übrigens hier Goro treffen, Mann. Wenn wir nicht Goro treffen, bin ich traurig. Deswegen habe ich die Synchro auf Japanisch gestellt. Nur wegen Goro, weil er hat die beste Synchro überhaupt. Da können wir hier aber auch nicht verstecken. Kannst du mal weitergehen? Jetzt kauft er sich da was. Mein Gott. So. Ich unterhalte mich mit dem. Was? Ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch. Alles gut. Wir haben voll im Blick. Ach, jetzt geht er wieder zurück. Das ist gerade echt schwer. So. Und jetzt geht er da. Genau. Ich sehe ihn schon. Alles in Ordnung. So, bleiben wir hinter dem Schild. Und ja, unsere Karriere als Anwalt haben wir ja aufgegeben und sind nun dafür hier zum Rächer geworden, so wie es aussieht, zum Polizisten. Kaito-san, Tante wa Champion-gai no hou ni mukatte ru. Champion-gai ga? Asoko ga irikunderu do. Sorosoro mokutekichi tte koto kamo na. Yoshi. Hato tobasokka. Sora kara mo ukkake yo. Drone 使うってか？カイトさん先回りしてスタンバっといて。わかった。任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ？あれ結構済んだからさ。いいから。お前は探偵見失うなよ。Das könnte interessant werden. Doch bevor es hier weitergeht, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Yakuza Kiwami, wollte ich schon sagen, mit Judgment. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.